Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream von unserer astronomischen Jugendgruppe. Wir haben uns heute Abend hier mal wieder online versammelt, da wir uns ja Corona-bedingt immer noch nicht in echt treffen können, zumindest nicht als Gruppe, und wollen uns heute Abend mal die, ich sag mal, neueste Errungenschaft im Ramot-System anschauen. Die Rede ist in diesem Falle von unserem Solarversorgungsmodul, was uns in die Lage versetzt, auch über längere Zeit Beobachtungen zu machen, da wir dank den Solarplatten jetzt keine Stromprobleme mehr haben werden. Aber genug der schönen Ankündigung, erstmal noch zu einem anderen wichtigen Thema, und zwar den Eilinger Ferienspielen. Ich nehme mal an, die meisten von euch kennen die Eilinger Ferienspiele. Das ist ein Angebot von verschiedenen Ehrenamtlichen aus Vereinen und aus dem Privaten, die irgendwelche Aktionen für Kinder und Jugendlichen während den Sommerferien anbieten. Wir haben uns als Verein, beziehungsweise ich habe mich als Jugendgruppenleiter dazu entschlossen, dass wir in diesem Jahr wieder an den, oder überhaupt mal an den Ferienspielen teilnehmen. Früher hat unser astronomischer Verein da auch schon teilgenommen, über den Herrn Eckhard Stesche, damals noch über die KMG-Sternwarte. Mittlerweile haben wir ja unser eigenes Equipment und auch einiges vom Verein, was wir nutzen können, weshalb wir das jetzt so machen, dass wir da eine Aktion mit Vereinsequipment durchführen und nicht mehr aufs KMG angewiesen sind wie früher. Während diesen Ferienspielen geht es darum, dass wir für einige Stunden ein paar Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren beschäftigen und ihnen die verschiedenen Dinge des Himmels zeigen und näher bringen. Dabei wird es um zwei verschiedene Themengebiete gehen. Das erste Themengebiet ist der Himmel bei Tag. Was bedeutet Mondbeobachtung, Sonnenbeobachtung und natürlich auch Spielen mit dem Ramots und Flugzeuge tracken, was das Zeug hält. Am Abend wird es dann jeweils an den beiden Aktionstagen noch eine nächtliche Himmelsbeobachtung geben. Da werden wir dann abgesehen von Mond, der dann hoffentlich langsam untergeht, Saturn und Jupiter betrachten, werden uns um verschiedene andere astronomische Objekte wie Galaxien, Sternhäufen und planetare Nebel bemühen. Ziel ist es, dass da jeweils bis zu 8 Jugendliche mit eventuell ihren Kindern unseren Verein kennenlernen, den Himmel kennenlernen und noch ein bisschen Spaß dabei haben, neue Dinge sich anzueignen. Die Termine für die Eilinger Ferienspiele von unserer Seite aus sind am 13. und 14. August. Das bedeutet, Mitte August werden wir uns oben auf dem Bühl, ich sag mal, ein wenig heimisch einnisten, wenn alles klappt. Dort so eine Art kleines Teleskoptreffen haben und dann da ja, Gäste empfangen. Und eben an diesen zwei Tagen, am 13. und 14. August, werden wir die Gäste der Eilinger Ferienspiele bei uns haben, ihnen mithilfe unseres Equipments den Himmel etwas näher bringen und vielleicht auch doch die ein oder andere irdische Gegebenheit zeigen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn einige von euch da mitmachen würden. Das läuft dann ähnlich ab wie die Rad vor anderthalb Jahren. Nur, dass wir eben bei uns oben sitzen, dass es mit ein paar Räumlichkeiten noch abgeklärt werden muss, wie das ist, wenn man pinkeln gehen muss. Aber ansonsten wird es so sein, dass wir ganz normal oben zelten, unseren Spaß haben, nachts beobachten, tags schlafen. Ja, und ich würde mich einfach freuen, wenn einige von euch da mitkommen, gerade auch bei den Aktionen mithelfen und ein paar Teleskope betreuen könnten. Aber die genaueren Infos kommen dann nochmal von mir, wenn es soweit ist. Noch ein Hinweis für die, die schon im Verein sind. Ihr müsst euch für die Aktion nicht extra bei den Eilinger Ferienspielen anmelden. Wenn ihr da mitmachen wollt, dürft ihr einfach so dazukommen. Ich sollte es nur vorher wissen, aber wie gesagt, Anmeldung kommt noch. So, kommen wir nun zu unserem nächsten Thema, den Solarzellen. Wie schon angekündigt, hat der Verein hat die Jugendgruppe jetzt zwei große Solarzellen, mit denen wir irgendwo in der Pampa hoffentlich immer genügend Strom dabei haben. Die genauen Einzelheiten zu der ganzen Geschichte wird euch jetzt Luis in einem kleinen Video erklären. Und nach dem Video schauen wir uns nochmal zwei kleine Bauteile, insbesondere den Solarladeregler, nochmal an. Und ich gebe euch noch ein paar Hinweise dazu, wie der zu verwenden ist, wenn ihr den mal mit aufbaut. Video ab. Herzlich willkommen zu unserem Ramots-Projekt. Wir sind die Teleskop-Teams-Truppe vom Bodensee und mein Name ist Würschel. Es freut mich, Ihnen heute einen wichtigen Meilenstein in unserem Projekt vorstellen zu können. Und zwar, dass wir jetzt mobil sind mit unserer Stromversorgung.
Wie Sie sehen, haben wir hier unser Solar Array. Das sind Solarpaneele, die parallel zusammengeschalten sind. Warum brauchen wir die? Oft finden wir uns mitten in der Pampa, weil wir Astronomen sind. Wir suchen immer nach dem dunkelsten Ort, und zwar wegen der Lichtverschmutzung. Wir versuchen diese zu minimieren und gehen deshalb an sehr abgelegene Orte, wo es meist keinen Strom gibt. Nachts verbrauchen wir viel Strom wegen dem Ramotz. Tagsüber aber verbrauchen wir noch ein bisschen mehr Strom, weil tagsüber müssen wir die Batterien laden für nachts und tagsüber haben wir auch noch weitere Verbraucher dran. Deshalb haben wir zwei Solarpaneele zusammengeschaltet, die jeweils 250 Watt Leistung liefern. Die Solarzellen sind über eine Mehrversteckdose miteinander verbunden. Diese hat jeweils zwei Stecker für die Solarpaneele. Das sind hier die geschraubten Verbindungen. Und dann haben wir einen ganz normalen Stecker, der geht rüber an unseren MPPT-Solarregler. Wenn Sie mir mal folgen. In den MPPT-Solarregler haben wir jeweils drei Eingänge. Einmal für Solar, dann einmal für die Batterie und dann noch den Ausgang für unsere Verbraucher. Diese haben wir intern so verdrahtet, dass wir hier vorne unsere Steckverbindungen haben, die einmal von den Solarzellen kommen. Dann haben wir unsere zwei Verbraucher hier dran und hinten ist unsere Batterie angeschlossen. Die Batterie wird geladen, wenn es einen Überschuss an Strom gibt, der jetzt nicht unbedingt in unsere Verbraucher reingehen muss. In der Kiste haben wir außerdem noch einen Spannungswandler für ganz normal 230 Volt Schuko. Und dann haben wir noch ein Ladegerät für unsere Batterie. Wie Sie sich denken können, brauchen wir dafür natürlich auch eine ziemlich fette Batterie. Die Batterie, die Sie hier sehen, die ist hinten mit dem MPPT-Regler verbunden und die bekommt den Strom von der Solaranlage oder über unseren Charger. Die Batterie ist eigentlich eine Campingbatterie, also genau für diesen Zweck auch gemacht. Sie wird momentan noch durch eine recht provisorische Verkabelung angeschlossen, allerdings wird die noch geupdatet. Die Batterie, die hat eine Speicherleistung von etwa 4 Kilowattstunden. Das heißt, wir können mit der ordentlich lang schauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Jetzt wissen Sie, wie wir unseren Strom in der Natur dabei haben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie ihr sehen könnt, war das jetzt ein kleiner Videoausschnitt, wo der Louis euch einfach mal das Gesamtpaket von unserem Solarstrom erklärt hat. Grundsätzlich haben wir zwei verschiedene Dinge, nämlich oder zwei verschiedene Dinge mitgebracht heute Abend, nämlich als erstes unsere Mehrfachsteckdose. Für mich ist es jetzt ein bisschen irritierend, weil die Kamera falsch rumhängt. Das heißt, wenn ich hier das Teil jetzt regelmäßig in die falsche Richtung schiebe, dann liegt das einfach nur daran, dass ich die spiegelverkehrte Kamera vergessen habe. So, ich schiebe das mal so hin, dann könnt ihr es gut sehen. Also, das ist unsere Mehrfachsteckdose zum Anschluss der Solarzellen. Ihr seht, dass da verschiedene Steckertypen dran sind. Und das hat den Hintergrund, dass wir uns einfach gedacht haben, wir wollen die Solarzellen irgendwie ein bisschen besonders halten, beziehungsweise wir hätten es auch kabeltechnisch einfach nicht hingekriegt, die innerhalb von den Spiegelsteckern sauber zu verkabeln. Darum haben wir uns dazu entschieden, hier diese Schraub-Bajonett-Schlüsse zu verwenden. Das sind Stecker, die habt ihr im Video gesehen, die sind relativ groß und aus Alu. Die kann man draufstecken und dann ordentlich festschrauben. Dadurch sind die Stecker unter anderem wasserdicht, winddicht. Ja, und zumindest sollte von außen dann nichts in die Kiste reinlaufen. Das Problem ist, dass die Kiste noch nicht lackiert und demnach von innen nicht wasserdicht ist. Aber das kann ja noch kommen. Als weiteres seht ihr in der Mitte den Spigen-Anschluss. Der Spigen-Anschluss ist unsere ganz normale Stromversorgung. Hier müsst ihr allerdings was ganz Wichtiges beachten. Aus dieser Spigen-Buchse kommen nicht 12 Volt, wie sonst aus allen anderen Buchsen raus, sondern aus dieser Buchse fallen zwischen 40 und 50 Volt raus. Und zwar ist das die Spannung, mit der die Solarzellen betrieben werden. Die ist ein bisschen höher, um die Stromstärke dafür zu reduzieren. Dazu habe ich vor 4 oder 6 Wochen bereits ein Video gemacht, da gehe ich nicht näher drauf ein. Also für euch ist ganz wichtig, das Kabel, was hier rausgeht, hat nur eine Richtung und zwar in den Solarladeregler rein. An diesem Ausgang darf sonst nichts angeschlossen werden. Keine Batterie, gut, die würde das abdämpfen, aber ist es nicht schön.
Ihr dürft aber auch keine Geräte wie Bildschirme oder sonstiges ranhängen, weil wir damit einfach riskieren, die Geräte kaputt zu machen, weil die Geräte mit den Spannungen nicht umgehen können. So, diese Mehrfachsteckdose ist intern parallel verdrahtet. Das heißt, wir haben einfach einen Pluspol, einen Minuspol und da laufen alle drei Stecker innen drin zusammen. Das wäre die kleinere Aktion hier gewesen zu zeigen. Kommen wir nun zum Solarladeregler. Beziehungsweise zu der hübschen fetten Kiste. Die da so mit dranhängt. Ich versuche gerade mal kurz das Stativ noch ein bisschen nachzurichten. So. Ich drehe euch das mal so hübsch hin. Dann könnt ihr das gut sehen, hoffe ich doch. Also, das ist unser besagter Solarladeregler, unser MPPT-Regler. Dieser Regler ist dafür da, den Eingang der Solarzellen, ist in diesem Falle hier beschriftet, so umzuwandeln, dass die Spannung passt, um eine Batterie zu laden. Die Batterie wird hier in der Mitte angeschlossen. Wenn die Batterie nun relativ leer ist, wird der Solarladeregler versuchen, die Batterie voll zu laden. Wenn die Batterie voll ist, hört der Solarladeregler auf zu laden und setzt die Solarzellen quasi in so einen Wartemodus, kann man sagen. Das bedeutet, die gehen auf Leerlaufspannung hoch und es wird dann kein weiterer Strom von den Solarzellen abgefragt. Jetzt ist es aber so, dass wir noch einen Ausgang da dran haben, nämlich hier unseren 12-Volt-Ausgang. Das ist insofern wichtig, weil unsere Batterie, die in der Mitte angeschlossen ist, wird ja nicht mit 12 Volt betrieben und geladen, sondern im Laden haben wir Spannung zwischen 13,8 und 14,7 Volt, in denen der Batterie quasi Strom zugeführt wird. Das bedeutet, wir haben noch hier einen auf 12 Volt stabilisierten Ausgang dran, der es uns einfach ermöglicht, alle Geräte bei sauberer Spannung zu betreiben. Sollten wir trotzdem mal Geräte haben, denen das relativ egal ist und die vielleicht auch ein bisschen mehr Dampf vertragen, kann man die auch direkt an die Batterie anschließen. Aber wir merken uns, Geräte kommen an Ausgang, Batterie kommt an Batterie und Solar kommt an Solar. Das ist ja schön, wenn ich das alles so erkläre, funktioniert aber herzlich schlecht, wenn es schon vorverdrahtet ist und irgendwie komisch aussieht. Darum möchte ich euch das Ganze nun erstmal erklären. Wir haben an der Kiste verschiedene Eingänge und Ausgänge. Das hier ist ein Eingang und zwar der für den Solarladeregler. Es fehlt hier noch eine Beschriftungskappe, die kommt in den nächsten Tagen noch ran, wo ganz klar gesagt wird, diese Buchse ist nur der Eingang für die für die Solarzellen. Das bedeutet, der Ausgang unserer Mehrfachsteckdose, die ich gerade gezeigt habe, geht genau in diese Buchse und sonst nirgends hin. Diese Buchse ist direkt verdrahtet auf den Solarzelleneingang unseres Reglers. Auf der anderen Seite sind hier mittig angebracht die beiden Buchsen als Ausgänge. Das sind zwei Buchsen, da wir uns gedacht haben, eine Buchse soll direkt ans Ramotz gehen und alles am Ramotz mit Strom versorgen. Und die zweite Buchse soll an den Tisch gehen und dort den Tisch, HDMI-Kiste, Joystick und so weiter mit Strom versorgen. Fehlt noch der Anschluss für die Batterie und der befindet sich rückseitig. Hier ist es so, dass wir zwei Anschlüsse haben, welche zur Batterie führen. Diese sind so verdrahtet, dass ein Anschluss vom Solarladeregler zur Batterie ja, ange dass dieser Anschluss, auf den ich gerade zeige, zum Solarladeregler führt. Das bedeutet, der Solarladeregler kann über diesen Anschluss die Batterie laden. Oder wenn wir weniger Solarstrom bekommen, als wir an oder Solarleistung bekommen, als wir dann mit den Geräten ziehen, kann der Solarladeregler auch hingehen und noch weiteren Strom von der Batterie dazu holen, weitere Leistung abfragen und die mit auf den gewandelten 12-Volt-Ausgang wieder rausgeben. Hier ist noch ein Schild dran. Es ist in diesem Fall in Englisch geschrieben, nämlich Stop, have you unplugged the solar panels? Jetzt kann man sich fragen, wozu denn dieses Schild gut ist. Und dieses Schild hat was ganz Einfaches, wozu das gut ist. Unser hübscher Solarladeregler, den wir da oben drauf gepappt haben, arbeitet mit 12 oder mit 24 Volt. Je nachdem, in welchen Spannungen der arbeitet, muss der intern auf andere Komponenten umschalten. Das kann der aber nur machen, solange keine Solarzelle dranhängt. Zudem braucht er auch eine Information,
nicht eine Information, eine Kapazität zur Stabilisierung von der Stromquelle. Das bedeutet, die Solarzellen liefern uns ja eine gewisse Spannung und je nach Innenwiderstand einen gewissen Strom. Und wenn das jetzt nur in den losen Regler reingeht und der müsste danach regeln, dann kann er nicht so schnell sich anpassen, wie manchmal die Benutzer brauchen. Stellt euch vor, wir haben Ramots dran und stecken plötzlich noch zwei Bildschirme mit an. Dann bräuchte der Regler ohne Batterie plötzlich den Strom für zwei Bildschirme. So schnell kann er aber nicht mit den Solarzellen reagieren. Das heißt, er braucht mindestens einen kleinen Pufferspeicher. Um diesen Pufferspeicher zu gewährleisten, muss immer die Batterie zuerst eingesteckt und zuletzt ausgesteckt werden. Das bedeutet, dieses Stoppschild sagt uns, wir dürfen erst die Batterie ausstecken, wenn wir unsere Solarplatten ausgesteckt haben. Vorne an die Solarplatten kommt ein entsprechendes Schild hin, dass man die erst einstecken kann, wenn der Regler an der Stromquelle hängt. So, der zweite Stromeingang. Der zweite Strominput hier, oder Output, je nachdem, zumindest die nächste Verbindung zur Batterie, ist mit diesen beiden Geräten hier unten zusammengekabelt. Man erkennt es von der Seite extrem schlecht, was sie tun sollen. Das muss man aber auch nicht, weil dafür gibt es ja noch eine andere Seite. Ihr seht jetzt in dieser Seite, dass wir hier zwei hübsche Geräte haben. Dem blauen, schwarzen Gerät sieht man gar nicht an, was es tut. Darum erkläre ich euch das kurz. Und zwar ist das ein Ladegerät für Batterien und hat hier auch ein entsprechendes ganz normales Steckdosenkabel dran. Dieses Batterieladegerät ist dafür da, dass wir mit der Kiste schnell unsere Batterien laden können oder auch andere Batterien laden können von fremden Leuten, wenn die es bräuchten. Einfach, ja, wenn eine Steckdose in der Nähe ist. So, aber wir sind jetzt mitten an der Pampa, wo soll da eine Steckdose herkommen? Na, ganz einfach, wir gucken eins weiter nach links, rechts, wie auch immer. Für euch aus rechts, für mich links, haben wir hier nämlich eine Steckdose. Das ist eine Steckdose Portable. Man nennt die Dinger auch Inverter oder Spannungsumrichter. Das ist ein elektrisches Bauteil, was uns bis zu 600 Watt Dauerleistung und 1200 Watt Spitzenleistung liefern kann. Das heißt, man kann ja ganz normal seine Mehrfachsteckdose mit einem Beamer oder sonst irgendwie Bildschirmen und so weiter einstecken und hat dann hier eine 230 Volt Stromquelle, die wir nutzen können, um irgendwo in der Pampa unseren Lasergravierer zu betreiben, am See unten ein Beamerbild zu projizieren oder sonstiges. Sollten wir tatsächlich den Fall haben, dass wir mal eine andere Batterie laden müssen, weil von mir aus vom Kumpel von uns die Batterie leer gegangen ist, dann ist es tatsächlich erlaubt, den Lader an, nein, ist es nicht, vergesst, was ich gesagt habe, fassen wir zusammen, ich nehme das von gerade zurück und wir stellen nochmal eine Regel auf, nämlich dieser Stecker darf niemals in diese Buchse. Das hat ganz einfach den Hintergrund, dass wir unsere Welt nicht noch weiter heizen wollen. Diese beiden Geräte sind nämlich parallel verdrahtet auf der 12-Volt-Seite, auf der Batterieseite. Das heißt, wir können mit dem Ladegerät zwar eine erhöhte Spannung einspeisen und den Strom dafür vom Inverter holen, aber das würde bedeuten, dass wir den Strom die ganze Zeit im Kreis rumfließen lassen. Und sind wir mal ehrlich, Strom im Kreis rumfließen lassen ohne einen sinnvollen Verbraucher ist es jetzt echt nicht wert. Und als Kaffeewärmer sind die Inverter hier auch nicht geeignet. Lohnt sich also nicht, diesen Stecker in diese Buchse zu hauen. Also dieser Stecker wird nur mit echten Steckdosen angefasst. Das hier ist eine Steckdose in der Waldedition. Die wird bitte nur verwendet, wenn wir im Wald sind. Ja, jetzt habe ich eine ganze Menge zu dem Regler gesagt. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen. Und zwar habe ich es gerade schon weggedreht. Ihr seht hier dazwischen noch zwei solche silbernen Röhren. Diese silbernen Röhren sind Kondensatoren. Das sind quasi wie kleine Energiepufferspeicher für elektrische Energie. Da können wir einfach Spannungsspitzen oder gerade beim Anfahren von Motoren, beim Einstecken von irgendwas, die Sachen abfangen, dass der Regler nicht ganz so scharfe Anstiege und Abfälle von Spannungen hat. Das bedeutet, die sind einfach nur noch ein nice to have, sind in der Verschaltung eigentlich nicht zwingend notwendig, aber ich habe sie einfach eingebaut. Wen das mit den Kondensatoren genauer interessiert oder wer mal die Kiste selber nochmal angucken möchte, darf gerne in den nächsten Tagen mal vorbeikommen. Ich bin daheim und werde an diversen Dingen vom Ramots weiterarbeiten. So, Dele.
jetzt aber mal weg mit dem großen schweren Teil. Und mal her mit was anderem. Und zwar habe ich hier nochmal einen sehr improvisierten Schaltplan gemacht für euch. Die Sache ist jetzt die, wir haben, wie vorher schon besprochen, zwei Solarzellen. Das sind die Kollegen hier. Die beiden Solarzellen liefern uns eine gewisse Spannung. Die geht auf die mittlere Buchse und von der mittleren Buchse in unser großen Kasten, den ich gerade gezeigt habe. Diese schlampig zusammenkopierten Bildchen stellen ungefähr die Kiste dar, die ich euch gerade gezeigt habe. Was das bedeutet ist, wir haben drei Eingänge an der Vorderseite und wir haben zwei Stecker bzw. Steckdosen an der Vorderseite. Ist alles noch nicht schön angeordnet, dafür sorry, mir lief die Zeit davon. Also, die nach links abgesetzte Steckdose ist oder Buchse ist die, die bei uns in den MPPT-Spannungswandler hineinführt. Der Wandler hat dann wiederum einen Ausgang zur Batterie nach oben und nach rechts unten die Ausgänge zu unseren Betriebsmitteln, zu dem, was wir betreiben wollen. Oben haben wir natürlich einfach unsere Batterie angeschlossen. Und von der Batterie geht über ein zweites Kabel wieder ein Stromweg zurück. An diesem Stromweg hängen jetzt der eben gezeigte Inverter und unser Batterieladegerät. Das bedeutet, dass wir einmal eine Buchse haben, wo wir den Strom rausnehmen können und einmal einen Stecker haben, wo wir den Strom reingeben können in das System. Das Ganze kann uns helfen, die Batterie auch voll geladen zu halten, während wir zum Beispiel mit einer Steckdose dabei beobachten gehen. Was an der Steckdose hängt, ist ziemlich klar. In der Regel Bildschirme, Beamer, Projektionsmöglichkeiten oder andere Dinge, die wir nicht auf 12 Volt umrüsten können. Wenn ich jetzt noch ein bisschen rauszoome, sieht man auch, dass an diesen beiden Buchsen, an den Verbraucherbuchsen, noch die anderen besagten Dinge hängen. Nämlich auf der einen Seite haben wir einen Joystick da dran hängen. Das beinhaltet natürlich auch die Videokiste, weitere Verkabelung, die Kameraboxen und was auch immer so noch auf dem Schreibtisch steht. Und am zweiten Kabel natürlich unser hübsches großes Ramot-System. Dieser Schaltplan soll euch einfach ein bisschen Sicherheit geben, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid, das Ramot zu verkabeln. Der Schaltplan dient nicht dazu, hier irgendwie elektrotechnisch korrekt zu sein. Dafür habe ich nämlich die falschen Symbole verwendet. Aber es dient als Gedankenstütze, mit was muss denn wo verkabelt werden. Jo, und damit können wir wieder zurück in die normale Kamera wechseln. So, diese normale Kamera, das andere war die Intro-Cam. Yay, und Abbruch, ich sehe es gerade bei mir nochmal reinlaufen. Schön. Also, wir haben heute gesehen, unser neues Solarladesystem, unsere Energieversorgung, wenn wir in der Pampa sind und die verschiedenen Dinge, die wir damit machen können. Wie wir das Zeug verkabeln, wie wir dafür sorgen, dass wir in der Pampa Speicherplatz haben, also Speicherkapazität in der Batterie haben, dass wir unsere Steckdose dabei haben, aber dass wir auch jederzeit irgendwo unterstützen können, falls es gebraucht wird. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich heute wieder von euch verabschieden. Es ist ein schöner Tag. Ich hoffe, ihr könnt heute Abend noch mal eine Runde rausgehen oder spazieren gehen. Guckt, dass ihr euch in nächster Zeit mal wieder ein bisschen mit dem Abendhimmel beschäftigt. Zumindest ab sehr spät, wenn er denn dann sichtbar ist. Ja, und damit möchte ich nach diesem doch heute einfach mal etwas kürzer gehaltenen Stream, dafür mit extra produziertem Video, mich von euch verabschieden, euch noch den Hinweis geben, dass dieses Video in Deutsch und Englisch demnächst auf YouTube verfügbar sein wird. Und freue mich, dass ein paar von euch zugeguckt haben. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen, außer ihr wollt mal zum Ramotsbauen vorbeikommen, dann bis in ein paar Tagen. Auf Wiedersehen!